Meine Damen und Herren, zu unserem heutigen Serview-Webinar. Hier an diesem sonnigen Donnerstag in Bad Homburg. Ich hoffe, bei Ihnen ist das Wetter ähnlich gut. Heute geht es um das Thema Remote Working und ITIL 4. Das ist ja ein heißes Thema, denn das Remote Working hat ja eine ganz andere Bedeutung bekommen in den letzten Wochen. Da wollen wir mal drauf schauen, wie es denn gut aufgezogen werden kann, wo da denn so die klassischen Problematiken liegen und wie man denn mit dem Thema so umgehen soll. Da das aber natürlich auch ein Thema ist, das nicht nur prozessual eine Rolle spielt oder wie zieht man das jetzt organisatorisch auf, sondern natürlich auch eine ganz große technologische Komponente hat, habe ich mir einen Automationsspezialisten an die Seite geholt von der Firma Ivanti, den Martin Diefenbach. Hallo Martin, bist du da? Hallo, Michael, ja, Michael, wunderbar. Entschuldigung, Michael, Michael. Markus, Ja. Michael. Ja, bei M und M Michael, kann man durchaus durcheinander kommen. Sag mal, wir gucken ja ein bisschen drauf, was Eitel dazu sagen wird. Was habt ihr so im Petto, was wirst du zeigen nachher? Ja, ich habe mir mal Gedanken gemacht um das Thema gerade Remote Working. Was bedeutet das eigentlich für die klassischen Service-Management-Prozesse? Ja, wie greifen Leute in diesem ja, New Work-Zeitalter eigentlich auf diese ganzen Prozesse zu? Welche Kommunikationskanäle sollte man unterstützen? Und wie sieht eigentlich alles rund um Self-Services im Hintergrund dann dazu aus? Sehr gut. Ja, das wird ein Riesenthema sein. Ne? Wie kriegt man da auch ein hohes Automationsmaß rein? Ich freue mich schon drauf. Ich mache mal wieder, wie wir das ja von unseren gemeinsamen Webinaren schon kennen, ein bisschen die Einführung und guck mal, wie ITIL dazu stellt. Dann guck mal, wie man das bei euch mal mit einem Umsetzungsbeispiel und ja, dann schauen wir mal, was so an Fragen kommt. Prima, dann bis gleich. Organisatorisch läuft dieses Webinar ab. Wie immer, wir werden ungefähr eine Stunde, haben wir uns Zeit dafür genommen. Es wird aufgezeichnet, finden Sie also auch dann heute Abend auf unserem YouTube-Kanal, falls Sie da nochmal nachschauen wollen oder es jemand anderen bereitstellen wollen. Übrigens auch die anderen drei Webinare, die wir gemacht haben, so ein bisschen hands-on mit ITIL und der direkten Umsetzung auf einer Tool-Plattform finden Sie dort. Übrigens auch, können Sie sich also auch noch anschauen, falls Sie die verpasst haben. Ansonsten haben wir Ihnen die Unterlagen, also die Unterlagen, die Ihnen der Martin abgelegt hat, die habe ich, zeigen wir, die habe ich abgelegt und halt auch meine, können Sie sich also da direkt unter dem Unterpunkt Unterlagen in dem Kontrollpanel können Sie sich direkt runterladen. Falls es irgendwie nicht klappen sollte, einfach in den Chat reinschreiben, dann schicken wir die natürlich auch per Mail. Und wenn Sie Fragen haben, bitte auch einfach in das Chat-Tool reintippen. Wir werden da immer wieder zwischendurch reinschauen und natürlich versuchen, die Fragen alle zu beantworten. Ja, so viel zum Ablauf, dann würde ich sagen, dann legen wir einfach mal direkt los. Genau, uns beide hat mich ja schon vorgestellt und dann steigen wir jetzt mal in das Thema ein. Zur Serview, ja, wir machen Training und Beratung in Bereichen der Best Practices mit Service Management, Projektmanagement, agile Methoden, also alles, was man eigentlich so in der IT braucht. Das sind so die übliche Angeberfolie, wenn Sie das gefallen hat, was wir Ihnen heute erzählen. Und Sie da mehr von wissen wollen, einfach www.servu.de oder sprechen Sie mich direkt an. Ich sage, wir konzentrieren uns jetzt lieber mal auf den Inhalt. Jo, Remote Working, New Work haben wir gerade schon so als Thema gehört. Das neue Normal, wie wird die Arbeitswelt aussehen? Wie werden Services in der Zukunft genutzt werden? Das ist natürlich ein Thema, das nicht nur von Corona getrieben ist, aber sehr stark natürlich an Fahrt aufgenommen hat. Ne? Also dieses ganze Thema Digitalisierung, so böse Zungen sagen ja, wird nicht von CIOs getrieben, sondern von der Corona-Krise. Und tatsächlich, wenn man sich die letzten Wochen anschaut, ist es so, das war ein Szenario, auf das niemand wirklich vorbereitet war. Und die Organisationen, auch Regierungen, da kann man jetzt auf sehr hohen Ebenen, also auf Regierungsebene oder auch auf Unternehmensebene, waren nicht darauf vorbereitet. Und wir sehen ganz massive Schwierigkeiten, und das kann man runterbrechen bis in die IT, dass Lieferketten nicht mehr funktionieren, ne, dass man momentan zum Beispiel keine Webcams bekommt, dass alles, was so an remoten Geräten, was man braucht, schwer verfügbar ist. Aber auch, dass Arbeitsweisen sich komplett verändert haben, weil, naja, durch diese Hygienevorgaben und Kontaktsperren das Büro kein, ja, adäquater Arbeitsplatz mehr war. Und vorher war es aber so gewesen, dass wir ganz viele Tätigkeiten, die heute remote passieren,
vor der Corona-Krise, wenn Sie da jemanden gefragt hätten, gesagt, unmöglich, no way, dass man das außerhalb des Büros macht, aus Security, aus Performance, was auch immer. Und von heute auf morgen musste man das hinkriegen. Das hat zu einer massiven Veränderung der Anforderungen geführt, zu einer massiven Veränderung der Art und Weise, wie Services angeboten und aber auch konsumiert werden. Und es ist nicht so, dass wir, sagen wir, jetzt in einer Situation sind, wo wir sagen, oh ja, die müssen wir jetzt noch bis Ende des Jahres aushalten und dann wechseln wir wieder zurück und so, wie es vorher war. Sondern was die Welt gelernt hat, was Mitarbeiter und Unternehmen gelernt haben, ist, dass Remote Working auch durchaus Vorteile hat, dass viele Dinge auch vielleicht besser oder anders gehen. Und es wird zu einem, ich sage mal in Anführungszeichen, neuen Normal kommen. Und die Frage ist, wie wird das aussehen und wie müssen wir unser Service Management darauf denn dann entsprechend auch dann einstellen? Über alle Dimensionen hinweg, also organisatorisch, von den Aufbau- und Ablauforganisationen, von Supportkonzepten, von Prozessen, von Prozeduren, aber auch von Informationen und Daten, wie die gehandelt werden. Waren wir auf so eine Situation vorbereitet? Nein, kann man so eigentlich nicht sagen. Also wenn man sich die Organisation anschaut und wenn ich das so bei unseren Kunden sehe, muss ich sagen, die haben alle das mit einem riesen Einsatz oder ganz viele haben das wirklich gut hingekriegt, aber das war reaktiv und durch die Situation getrieben. Und da war, das war nicht, dass man sagt, ich war vorher irgendwie darauf vorbereitet, so ein Thema auch irgendwie entsprechend hinzubekommen. Wie sieht die Situation jetzt aus? Wir haben gemerkt, und das zeigt die Situation ganz, ganz, ganz deutlich, und eigentlich wussten wir es vorher schon, ne, aber diese Corona-Geschichte und die Art und Weise an die Anforderungen, die raus auf die IT-Services und Organisationen und die Provider gestellt werden, zeigt, dass die traditionellen, hysterisch und historisch gewachsenen Support-Konzepte häufig nicht mehr funktionieren. Die sind zu langsam, die sind zu träge. Gib Ihnen ein Beispiel, zum Beispiel, wir machen ja auch ganz viele Trainings. Wir haben die Trainings dann sehr radikal umgestellt. Die Konzepte gab es Gott sei Dank vorher schon auf virtuelle Klassenräume. Wir hatten am Anfang Situationen, wo Trainings nur als Präsenztraining gestartet wurden. Dann traten in München, Hamburg, Berlin diese Hygienevorschriften in Kraft. Das Training wurde montags abends abgebrochen und ging dienstags morgens auf der virtuellen Plattform weiter. Und ja, und dann hatten wir zum Beispiel Kunden, die konnten dann diese Trainingssoftware, ne, also ein GoTo-Training oder ein GoTo-Webinar, was man dafür so braucht, konnten die gar nicht laufen lassen, weil die Laptops das aus Security-Vorgaben nicht zugelassen haben. Wollten das aber dann ändern, konnten sie aber nicht, weil das Gerät dafür in die Domäne musste, um sich die neuen Policies abzuholen. In die Domäne kam das Gerät aber nicht, weil der Kollege nicht mehr oder der Mensch nicht mehr ins Büro konnte. Also die Art und Weise, wie man sich das früher zurechtgelegt hat, das ist nur ein Beispiel, wie man zum Beispiel neue Software verteilt, neue Policies verteilt, auf solche geänderten Anforderungen eingeht, war immer davon abhängig, dass das Gerät irgendwie wieder ins heimische Netzwerk kam, was es aber jetzt faktisch nicht kommt. Und dementsprechend musste man die Technologien, Arbeitsweisen umbauen, um das hinzukriegen. Das heißt also, das, was so gewachsen ist, das, was jetzt funktioniert hat, was uns vielleicht auch in der Vergangenheit aus allen Aspekten, Security, Performance, Verfügbarkeit, aber auch Funktionalität, gute Dienste geleistet hat, müssen wir heute klar hinterfragen, das wird nicht so funktionieren. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass solche Dinge hoffentlich vielleicht nicht mehr so radikal wie wir das jetzt mit Corona hatten, global, weltweit gleichzeitig, aber solche unvorhersehbaren Veränderungen, disruptive Ereignisse, die werden in der Zukunft häufiger kommen und wir müssen uns überlegen, wie können wir unsere Organisation und Technologie und die Art und Weise, wie wir Services bereitstellen, wie müssen wir das verändern, um damit einfach besser umzugehen. Und die klassischen, ich sage mal in Anführungszeichen, Wasserfallansätze, die werden dafür nicht taugen. Ja? Denn wir sind in einer Welt, wo wir uns dynamisch und schnell anpassen müssen, wo auch Rahmenbedingungen politisch, sozial, wirtschaftlich nicht stabil sind. Guck einfach mal, was Brexit passiert. Guck, was in China mit dem Wirtschaftskrieg zwischen Trump und China passiert. Wir müssen schauen, was in der EU passiert. Was hat das für Auswirkungen auf unsere Unternehmen, auf Lieferketten, auf Zusammenspiele, Wertschöpfungsketten und so weiter. Und dann am Ende des Tages natürlich auch auf unsere entsprechenden Lieferung von IT-Services. Ja. Diese Abhängigkeiten, die wir haben, auch das muss man schauen, technische, organisatorische Abhängigkeiten zu Lieferanten, auch das ist etwas, wo wir davon ausgehen müssen, dass sich das in schnelleren Rahmen verändert.
Aber, und das ist vielleicht so die Hauptaussage, und da möchte ich auch darauf hin, wenn wir jetzt heute ja wollen wir ja ein bisschen über Remote Working sprechen. Wir haben die Entwicklung, wir haben sie schon seit Jahren und jetzt ist sie radikal, dass die meisten Geschäftsaktionen oder Transaktionen, Aktivitäten in Zukunft über mobile Geräte abgewickelt werden. Nicht im Büro, überall in der Welt, rund um die Uhr sozusagen. Ja? Und dass die Erwartungshaltung der Kunden dahinter ist, dass das geht, dass es schnell geht, dass es zu einer moderaten Preisen geht, dass es zu einer definierten Qualität geht, und dass das, man sagt immer so, schnell und zuverlässig funktioniert. So ein bisschen, wenn man sich das mal so ein bisschen plakativ vorstellen muss, so, ne, ich nehme ein iPad in die Hand, komme auf die Idee, ich möchte jetzt eine neue Sprache lernen, das ist Sonntagnachmittags, also lade ich mir ein Bubble runter, mache meinen Account und leg los. Das ist die Erwartungshaltung, dass das für alle Services mehr oder weniger so funktionieren kann, ne? Und darauf müssen wir uns einstellen. Die Frage, die sich daraus ableitet, ist, was heißt das jetzt für den Support? Und da möchte ich ein bisschen drauf ein, ne? Also über diese Corona-Krise und was das alles sagen wir, im Big Picture für Auswirkungen hat. Das haben wir schon ein bisschen behandelt, auch in anderen Webinaren. Gibt es auch einen Vortrag dazu, den ich gemacht habe, findet man bei uns im YouTube-Kanal. Aber was heißt das jetzt denn dediziert für den Support? Und was ich mal gemacht habe, ist Ihnen so eine Art, ich sage jetzt mal, eine To-Do-Liste aufgebaut. Ne, die mag keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben, aber das ist so, was ich mir jetzt vorgestellt habe. Sage, das wären so die ersten Dinge, die ich angehen würde, um meine Organisation da besser drauf einstellen zu können. Der erste Punkt, den ich angehen würde, ist das Überdenken der kompletten Support-Aktivitäten und auch Prioritäten. Also solche Dinge wie, was ist zum Beispiel ein Prio-1-Inzident? Ne? Zum Beispiel, wir können nicht ins Büro. Ne? Also das Büro ist abgeriegelt, da darf keiner rein. Das wäre vor 3 Monaten, 5 Monaten noch ein absoluter Prio-1-Inzident geworden. Heute ist es normal. Ne? Wenn man mit ganz vielen Unternehmen spricht, die sagen ganz viel noch, nö, Bürobetrieb bis Ende des Jahres mindestens maximal in Wechselschichten teilweise gar nicht. Gerade amerikanische Firmen ganz viel die Büros zu noch. Das ist der Normalzustand. Das ist kein Incident mehr. Also ich muss jetzt überlegen, wie gehe ich damit um, wenn das der Normalzustand ist. Es ist also ein Beispiel dafür, dass Dinge, die wir früher als vielleicht als Störung behandelt haben, heute eher der Normalzustand sind. Das heißt also, müssen wir aus der technischen und aus der organisatorischen Sicht verstehen, welche Service-Levels es denn gibt. Danach haben wir unsere Qualität, unsere Geschwindigkeit, unsere Prioritäten ausgerichtet. Ob wir die jetzt schriftlich haben oder ob die nur, ich sag mal, historisch gewachsen im Raum stehen. Also welche Leistungen, in welcher Form müssen wir wann, wo, wie, mit welcher Qualität denn abliefern? Wir haben sich die Kundenziele danach ausgerichtet und deckt das, wie wir uns da ausgerichtet haben, was immer unsere Maßgaben waren, was machen wir jetzt zum Beispiel zuerst, was machen wir später, was ist Prio 1, was ist Prio 2, was ist Prio 3, einfach dann schon mal alleine zum Beispiel im Incident Management mit Kategorien und Prioritäten, deckt das die aktuellen Szenarien auch ab, wenn denn diese Aktivitäten im Homeoffice stattfinden oder nicht nur im Homeoffice, sondern entsprechend remote. Ja? Auch solche Geschichten wie zuverlässig sind solche Rahmenbedingungen, unter denen unsere Kollegen dort dann unterwegs sind. Security, aber auch Strom, Internetprovider und so weiter. Ne? Die meisten agieren ja dann mit privaten Anschlüssen, die ganz anders ausgelegt sind als vielleicht immer einen Anschluss, den ich für ein Büro habe. Auch die Dinge anzuschauen, die ich unter Kontrolle habe und die Dinge, die ich nicht unter Kontrolle habe und wenn die Dinge, die ich nicht unter Kontrolle habe, also wie zum Beispiel die Anschlüsse eines Mitarbeiters zu Hause, wie kann ich das dafür sorgen, da Abhilfe zu schaffen? Zum Beispiel, indem man eben jetzt halt noch einen Mobilfunk irgendwie an die Hand gibt, womit er zum Beispiel eine Redundanz hätte zu seinem normalen, zu meinem Anschluss. Also was ich mir auch anschauen würde, um mal so ein bisschen eine Liste zu haben, ist auch, habe ich gesagt, passen die Kundenziele noch? Bereitstellung von Lizenzen, Bereitstellung von Hardware. Also haben wir zum Beispiel Zugriff auf Hardware? Ist die Hardware darauf ausgelegt, dass man damit auch remote arbeiten kann? Ist die zurzeit überhaupt verfügbar? Passen denn die Lizenzen auch dazu, die wir haben, um halt remote arbeiten zu müssen? Und verlagern sich zum Beispiel auch Aktivitäten? Also, ich sage mal, wie viele Leute haben vor der Corona solche Produkte wie Teams oder Zoom verwendet? Und wie viel jetzt? Jetzt ist es etwas, was eigentlich jeder haben muss. Triviale Dinge mit einer Webcam. Ne, klar, wenn ich einen Laptop habe, habe ich wahrscheinlich eine. Hatte ich aber bisher immer einen Desktop, habe ich vielleicht keine. Momentan kriege ich halt keine. Ne?
Welche Services, also auch Personalanforderungen für Remote-Arbeit, muss ich für die Leute generieren und wann arbeiten die denn eigentlich? Da werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen, welche Auswirkungen hat das auf die Supportzeit und dann vor allem auch auf die Leistungsfähigkeit ihrer Support-Leute. Denn diese tolle New Work-Flexibilität, ne? Zum Beispiel, ne, ich guck morgen, ich arbeite morgens mal ein paar Stunden und dann bringe ich meine Kinder, hole ich aus der Schule ab und mache was zum Mittagessen und kümmere mich vielleicht um ein paar andere Sachen und dann setze ich mich um 15 Uhr wieder hin, dafür arbeite ich dann bis 21 Uhr. Aber unsere ganzen Supportketten sind auf 9 to 5 ausgelegt. Ne? Was ist, wenn der um 20 Uhr ein Problem hat und jetzt noch ein wichtiges Angebot raus muss? Sind Sie in der Lage, das zu unterstützen? Oder wenn ich das abbilden können muss, und das werden wir tun, ist es so, wie kann ich das vielleicht auch über Portale, Automation, Self-Service und Ähnlichem denn entsprechend abfangen? Ne? Wie sehen denn auch dann End-to-End-Services aus, ne? Mit Fernzugriffen, Bearbeitungszeiten, Verfügbarkeiten? Was für Fragen kommen da denn? Es kommen jetzt auch viel, viel mehr Fragen. Ein Service Desk, ne, zum Beispiel, der war wahrscheinlich darauf ausgelegt, dass jemand anderes sagt, bei mir ist was kaputt. Jetzt rufen die Leute an, wie geht das denn? Ich bin jetzt nicht mehr im Büro, ich muss das jetzt irgendwie anders machen, die Leute zu beraten. Auch vielleicht, ne, ich habe keinen Zugriff auf meine E-Mails. Der hat jetzt wahrscheinlich vielleicht Probleme mit seinem Router, der eigentlich gar nicht in unserem Support drin liegt. Also wie schaffe ich das, meinen Support, meinen First Level, auch den Kontakt mit Kunden darauf auch vorzubereiten und dort auch vielleicht Know-how zur Verfügung zu stellen. Also das Spektrum wird deutlich denn weiter. Und wo man drauf gucken muss, ist das Thema natürlich auch das Risiko. Hinter dem Remote Working liegen natürlich massive Chancen auch, ne? Und wir fangen jetzt an, vielleicht auch Dinge in die Cloud zu verlagern oder halt auch dezentral zur Verfügung zu stellen. Aber das hat natürlich dann auch Risiken, wenn ich in die Cloud gehe, wenn ich mir Public oder Private Clouds baue. Welche Risiken hat das? Welche Security-Anforderungen hat das? Wie kriege ich Security so umgesetzt, dass meine Daten nicht im Internet landen, aber gleichzeitig die Leute immer noch arbeiten können? Also das ist ja dann auch immer so ein Spagat. Das muss komplett neu bewertet und angegangen werden. Und das ist etwas, wo man sagen muss, das muss man komplett neu durchdenken. Also erster Punkt, Überdenken der Supportketten. Dann, das hatte ich gerade schon als ein Punkt, die Betriebskonzepte, Supportketten, sich die anzuschauen. Ne? Grundprinzip, ne, das kennen Sie aus ITIL 4 vielleicht. Optimate and automate. Also was Sie irgendwie vereinfachen können, tun Sie das vereinfachen. Überlegen Sie sich, was ist in den Supportketten denn historisch gewachsen und was Sie automatisiert hinbekommen, machen Sie automatisiert, weil was Sie automatisiert können, können Sie 7x24 und nicht nur abhängig davon, wenn irgendeiner gerade denn da ist, weil Ihre Mitarbeiter, die einen werden in der Zukunft morgens arbeiten, die anderen abends, der dritte nachts und der vierte in 2-Stunden-Häppchen. Dann werden wir Leute haben, die 40-Stunden-Woche haben, die 30-Stunden-Woche haben, die 80-Stunden-Woche haben, die Teilzeit, Elternzeit machen. Das wird viel, viel komplexer werden. Wir können uns nicht mehr darauf einstellen, Support 9 to 5. Wir müssen uns auch Gedanken machen, wann machen wir denn zum Beispiel Wartung und Rollouts? Auch das braucht neue Konzepte, wenn denn faktisch mehr oder weniger bis abends um 11 die Leute am Arbeiten sind oder zumindest mal verteilt, ne? Also die arbeiten nicht mehr, sondern die arbeiten flexibler, was uns aber die Spielräume nimmt, den Support zu machen. Also was ich automatisieren kann, was ich optimieren kann. Genau, das hatte ich gerade gesagt. Jeder arbeitet flexibel, wann und wo er will. Das führt aber dazu einer impliziten Erwartungshaltung, ne? Always on. Die IT ist immer da, muss mir immer helfen. Davon müssen Sie Ihre Leute auch schützen, weil die können nicht 7x24 arbeiten, zumindest mal nicht mit der Mannschaft, die Sie ja heute haben. Ja? Also wie werden die psychologische Gesundheit auch Ihre Leute anschauen? Das ist auch eine Führungsaufgabe, die Sie haben, in der neuen no Normalität. Also diese Always on, gerade in Zeiten großer Unsicherheit und zusätzlicher Verantwortung. Ja? Rund um die Uhr Service erbringen zu müssen, ohne dass die richtigen Konzepte dafür eigentlich da sind. Wie steuern Sie Arbeit in der Zukunft? Wie schaffen Sie das vielleicht auch, Teams aufzubauen, die flexibler unterwegs sind, die selbstorganisierter unterwegs sind? Ne, diese ganzen agilen Führungselemente, sich zu überlegen, wie kriege ich das denn dort entsprechend rein?
hatte schon gesagt, wie und wann funktioniert Betrieb und Wartung? Ja? Also wie schaffe ich das zum Beispiel, Konzepte aufzusetzen mit wenig Downtime, ja? Und auch das mit auch mit Delivery und auch mit Verteilungskonzepten, die diese Remote-Schichten unterstützen. Und wie gesagt, alles, was manuell ist, bringt sie in der Zukunft um. Vor allen Dingen, wenn sie kurzfristig reagieren müssen. Ja? Also es gibt ein ganz nettes oder eine coole Sichtweise auf das Thema, wie man diese Hochgeschwindigkeit-ITs aufsetzen kann von Google. Das nennt sich Site Reliability Engineering. Und die nennen das Toil. Toil ist ein englischer Begriff für so alles, was so mühsam, wiederholsam ist, ein bisschen so Sisyphus-mäßig. Ne? Also alles, was sie manuell machen müssten, Anlegen von Usern, Vergeben von Rechten, Verteilen von Table Spaces, was auch immer einem da alles so als Ideen einfallen kann, Monitoring, Backup, Restore, das müssen sie gucken, dass sie das optimiert kriegen und automatisiert kriegen. Das werden sie nicht alleine mit Eitel schaffen, natürlich nicht, sondern da spielt auch Großtechnologien, Architekturen und solche Sachen spielen dort eine große Rolle. Aber da müssen sie ran. Sie müssen überlegen, wie sehen ihre Betriebskonzepte in der Zukunft aus, gemessen an den Anforderungen, die sind anders, als sie vorher waren. Und wie schützen sie auch ihre Menschen da drin? Weil das Schlimmste, was ihnen passieren kann, ist, dass sie ihre ITler totfahren da drin. Und wenn sie heute in die Organisation reingehen, hört man ganz, ganz viel, boah, spannende Zeit, aber boah, ich weiß gar nicht, wie ich das alles noch schaffen soll. Ja, dann wundern wir uns, dass solche Dinge wie Burnouts und solche Sachen deutlich auch zunehmen. Daraus leitet sich natürlich ab, ich muss mir überlegen, ich brauche neue Strategien für die Technologien und die Risiken, die auch damit entsprechend zusammenhängen. Das heißt auf der einen Seite, ich muss die Menschen befähigen, digitale Technologien auch nutzen zu können. Also einerseits ihre IT-Leute. Klar, sie haben vielleicht, wir wandeln jetzt ihre Organisation von, wir machen alles selbst, ne? Ich habe alles schön in meinem Rechenzentrum mit, wir geben das jetzt zu irgendwelchen Cloud-Anbietern und dann werden sie von Machern zu Managern, ne, ihre Leute, ne? Von technischen Experten zu, ich steuere ganz viele Experten. Das ist eine völlig andere Aufgabe, muss man die Leute befähigen. Aber auch mit den neuen Technologien umzugehen. Und das Gleiche heißt auch, und das ist eine Aufgabe, die viel, viel mehr noch auf die IT zukommen wird, ist, die User auch zu befähigen, diese Technologien auch nutzen zu können. Also es ist wirklich grausam, wenn, also wir merken das zum Beispiel bei den Trainings im virtuellen Klassenraum. Du hast Leute, die in der IT arbeiten, aber dort vielleicht administrativere Aufgaben haben, die Probleme haben, eine Teams-Session zu starten oder eine Kamera freizuschalten, wo du sagst, mein Gott, die bräuchte eigentlich einen Mausführerschein, ne? Also die Menschen dort. Es war schlimmer, als ich eigentlich erwartet hätte. Ne? Mittlerweile merkt man das, dass die Routine so langsam kommt. Jeder ist momentan jetzt in virtuellen Trainings unterwegs, in virtuellen Sessions unterwegs. Aber dieses mehr und mehr und mehr, die Geschäftsaktivitäten über diese digitalen Wege zu haben, heißt auch, wir müssen die Fähigkeiten, das auch tun zu können, in die User-Bereiche hineinbringen. Und das ist auch ihre Aufgabe. Es ist nicht nur die Aufgabe, es technologisch ans Laufen zu bringen, sondern das wird keine Wertschöpfung generieren, wenn die User es nicht nutzen können. Das heißt, die Menschen daran nicht zu vergessen, hinter den Technologien, die auch da entsprechend zu befähigen. Da natürlich auch dann Awareness für Risiken zu schaffen, also Security mit Einbrüchen und so weiter. Den Support entsprechend dann ausweiten auf diese Anforderungen. Das heißt nicht nur, dass sie die Leute länger arbeiten lassen müssen, sondern auch überlegen, welche Form des Supports, also dann auch mit intelligenten Technologien zu arbeiten, Chatbots oder mit künstlichen Intelligenzen, mit FAQs, was auch immer ich, mit Portalen, was auch immer ich zur Verfügung stellen kann, um standardisiert Leistungen erbringen zu können und das möglichst proaktiv, möglichst automatisiert. Das sind wir bei Optimate und Automate. Ja. Risiken und Nutzen von Remote- und Cloud-Services neu bewerten, haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Ne? Und sie brauchen neue Strategien für Geschäftskontinuität, für Führung, Zusammenarbeit und Risiken. Geschäftskontinuität, nur noch einmal noch, es geht gar nicht darum, mit Geschäftskontinuität auf der großen Geschäftsprozessebene, sondern alleine, wie stellen Sie die Kontinuität von Arbeitsabläufen sicher, wenn der mit seinem Laptop nicht im Büro ist, sondern im Homeoffice sitzt. Ne? Das ist ein andere Rahmenbedingungen, was muss der dafür haben? Welche von denen, hat man vorhin gesagt, können Sie direkt beeinflussen, welche nicht? Und darüber müssen Sie sich jetzt entsprechend Gedanken machen. Zwei Hilfsmittel, die dabei super helfen, und da sieht man auch,
warum, also ich bin ja ein bekannter Verfechter von IT4, warum aber das so ein wertvoll ist, nämlich dieses Thema setzen sich mit dem Thema der Wertströme und der Value Streams auseinander. Und dafür ist dieses Werkzeug perfekt geeignet, zu sagen, ich muss mir jetzt anschauen, und das ist ja genau dieses Bild hier, ich hole mir gerade mal meinen Laserpointer, zu sagen, wie sieht der neue Bedarf aus, ne? Wie muss die Kommunikation mit meinen Usern aussehen? Und das ist die klassische Supportkette. Obtain, Build, ich muss irgendwas bauen, zusammenbauen, ich muss es überführen und ich muss es betreiben, damit ich dann die richtigen Services zum Kunden bringe und daraus dann durch die Nutzung, durch die Co-Creation, Anbieten, Nutzung entsteht dann die Wertschöpfung. Und es geht darum, sich genau anzuschauen, wie sind die Durchläufe daraus und wie muss ich jetzt meine Support-Aktivitäten und meine Fähigkeiten, meine Technologien, meine Prozesse, meine Prozeduren, wie muss ich das entsprechend anpassen? Das heißt also, schauen Sie sich die Wertströme an, schauen Sie sich nicht an, ich habe ein Incident-Management und es gibt das neues Eitelbuch, das wird Sie nicht weiterbringen, sondern schauen Sie sich an, wie die Menschen jetzt arbeiten, wie Abläufe denn aussehen müssen, welche Anforderungen sich daraus ableiten und dann bewerten Sie, wie Prozesse, Prozeduren, Technologien und menschliche Interaktion in Zukunft entsprechend aussehen müssen. Dafür ist genau diese Wertstrombetrachtung da und da gibt es Methoden wie ein Value Stream Mapping, wo man dann genau gucken kann, was Anforderungen haben Sie, wo sind Sie gut und wo sind Sie schlecht und da können Sie dann Ihre Wertströme an die Anführungszeichen neue Normalität entsprechend anpassen. Ne? Das heißt, danach nach den Wertströmen abzuleiten, welche Practices und welche Prozesse Sie zukünftig in welche Ausprägung brauchen. Also Sie werden sehen, die werden Dinge mehr brauchen, die Sie vorher vielleicht trivial waren und Sie werden andere Dinge weniger brauchen, die vorher vielleicht super wichtig gewesen sind, die heute nicht mehr wichtig sind. Also nehmen Sie sich diesen Wertstromansatz, das ist genau das, was Sie jetzt brauchen, um zu bewerten, zielgerichtet dort zu verbessern, wo es Ihnen jetzt auch wirklich Wirkung zeigt. Und der letzte Bereich, diese Adaption der Customer Journey. Wir müssen uns viel, viel, viel mehr damit auseinandersetzen, wie die User und die Kunden unsere Services erleben, experience und auch nutzen. Ja, über diese komplette Journey hinaus. Und wenn man sieht, das ist einfach mal, ich habe mir einfach nur dieses Bild mal abgebildet, das ist das Bild der Customer Journey aus dem Buch Drive Stakeholder Value. Aber das sind alleine nur diese Schritte und das ist genau das, wo man sich dann den Value Stream aus der Kundenperspektive auch mal anschauen kann. Ne? Explore and engage, genau welche Kunden haben Sie jetzt? Vielleicht haben Sie auch andere mittlerweile. Welche Kunden haben Sie? Wie sind die bereit? Welche User und wie arbeiten die denn vorher? Wie kommen Sie mit denen in Kontakt? Was brauchen Sie dann für Serviceangebote? Müssen Sie die verändern? Schließen Sie neue Agreements? Und dann, wie können Sie die möglichst schnell befähigen, diese auch dann auf Ihre Systeme zu bringen? Oder in den Systemen mit den neuen Services vertraut zu machen, mit den neuen Funktionalitäten vertraut zu machen, um dann gemeinsam dran zu arbeiten, kontinuierlich die Service-Nutzung weiterzuentwickeln und die Wertschöpfung zu entsprechend zu maximieren. Das ist die Customer Journey. Das hört sich auch so ein bisschen akademisch an, zwingt Sie aber dazu, sich in diese Perspektive zu versetzen. Kann ich Ihnen also sehr, sehr, sehr ans Herz legen, sich damit auseinanderzusetzen. Also Sie müssen die Bedürfnisse der Menschen über die komplette Journey verstehen. Die werden dauerhaft remote arbeiten müssen oder wollen, oh, hier bestimmt ein Tippfehler drin. Also Sie werden es müssen und teilweise werden es danach auch wollen, weil sie gemerkt haben und auch die Firmen gemerkt haben, oh, Homeoffice hat ja auch seine Vorteile für beide Seiten. Ja. Und Sie müssen aber gleichzeitig sicherstellen, dass die arbeiten können, aber die Anforderungen des Unternehmens an Agilität, Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Security, diese ganzen Warranty-Aspekte, dass sie die auch hinkriegen. Und das kriegen sie nur hin, indem sie diese Wertschöpfungsketten sich anschauen, diese Value Streams, gemappt ganz klar aus der Perspektive der Leute, die Services nutzen. Das wäre so ein bisschen eine Checkliste, die ich Ihnen an die Hand geben möchte. Also gehen Sie hin, überdenken Sie die Support-Aktivitäten, überdenken Sie die Prioritäten, gucken Sie, was ist jetzt für die Leute wichtig. Machen Sie das aus der Perspektive der Leute, für die Sie den Service erbringen. Ja. Gucken Sie sich an, wie sehen da die neuen Betriebskonzepte auf und passen Sie bitte auf Ihre Menschen auf, weil es immer noch arbeiten Menschen mit Menschen, egal welche Technologie Sie da dort einsetzen. Die Zeiten heute sind stressig, das merken wir alle. Diese Ungewissheit ist schwierig. Auch emotional schwierig. Die Leute müssen an die Hand genommen werden. Das ist ihre Aufgabe, die Menschen an die Hand zu nehmen. Das gilt für ihre Mitarbeiter genauso wie für ihre User. Sie sind nicht nur ein Technologieanbieter, sie sind ein Service-Provider. Ja? Da arbeiten Menschen mit Menschen auf Basis von Technologien.
Sie müssen sich neue Strategien zurechtlegen für Technologien, für Risikobewertung, für die Entwicklung. Wie schaffen Sie das auch, eine Organisation aufzubauen, die sich mit diesen permanenten Veränderungen einfach anfreundet und sagt, jo, egal was morgen passiert, ich bin in der Lage, irgendwie mich darauf einzustellen und meine Services zu verändern, meine Abläufe zu verändern, meine Prozeduren zu verändern, falls es denn notwendig sein sollte. Und gucken sich die beiden Modelle an. Das kann ich Ihnen sehr, sehr stark ans Herz legen. Customer Journey, wenn Sie das Buch dazu wissen wollen, Great Deliver und Support in Eitel 4 und die Neubewertung der Wertströme, Drive Stakeholder umgekehrt. Customer Journey, Drive Stakeholder Value, Neubewertung der Wertströme, Great Deliver und Support. Eitel ist das Framework für die turbulenten Zeiten und nicht, weil Sie neue Practices haben, sondern weil Sie genau diese Instrumente da drin jetzt finden, die Ihnen dabei helfen, diese Neuausrichtung zu machen, die, wenn Sie sie noch nicht gemacht haben, werden Sie dazu getrieben werden, sie machen zu müssen, oder das macht ein anderer. Gut, das war so ein bisschen das, was ich Ihnen mitgeben wollte. Vielleicht so eine kleine Checkliste, wo man sagen, okay, da haben Sie sicherlich auch schon das eine oder andere davon gemacht. Und ich würde jetzt mal an den Martin übergeben. Martin, bist du da? Jawohl. Denn ich kann ja mit gutem Gewissen, wir verkaufen ja keine Tools, aber Ivanti trägt unser Qualitätssiegel. Das heißt also, alles, was ich Ihnen irgendwie erzählt habe gerade, haben die schon bewiesen, dass sie es mit ihrem Tool, mit der Tool-Landschaft können. Und dementsprechend super Beispiel, glaube ich, dass wir jetzt mal sehen können, wie man da diese Thematiken so entsprechend angeht. Martin, dein Spielfeld. Ich gebe dir mal die Moderationsrechte. Und dann würde ich sagen, leg Ich los. meinen Bildschirm frei, den kann man sehen. Jawohl, den sieht man. Alles gut. Sehr schön. Ja, dann auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Ja, um kurz nochmal den Ball von Markus aufzugreifen. Es gibt so ein paar Key Challenges, wenn man die mal sehr, sehr abstrakt betrachtet. Was ganz, ganz wichtig ist, das hat Markus gerade auch nochmal hervorgehoben, ist das Thema Customer Experience. Das wird ein ganz, ganz hehres Ziel für viele Unternehmen werden. Das Steigern, Optimieren der Customer Experience, dem Endbenutzer irgendwo ein konsistentes Serviceerlebnis in seinem sogenannten Kundenlebenszyklus, also dem Customer Journey, eben zu bereiten. Um das letztendlich umzusetzen, gibt es ein paar Dinge, die dort auch noch mit reinspielen. Also das ist irgendwo so das hehre Ziel. Und zwar, was ganz, ganz wichtig sein wird dafür, ist das Thema Operational Efficiency, dass Sie eben wirklich die Effizienz aller Organisationseinheiten steigern. Wodurch steigere ich das Ganze? Natürlich durch Automation. Automation benötigt als Unterbau dann eben auch immer die Integration in ganz, ganz viele verschiedene technischen Dienste. Und auf der anderen Seite eben auch die Qualität zu steigern durch eben eine Standardisierung von wiederkehrenden Aufgaben, weil es ist eigentlich genau das, was in diese Always-on-Mentalität reinspielt. Ihre Mitarbeiter sind durchgehend online, die arbeiten zu komplett anderen Uhrzeiten, die sind getrieben dadurch, dass sie eben irgendwo einen Wert für die Firma erarbeiten müssen und das eben, ja, wann es ihnen beliebt, sehr, sehr flexibel. Es kommen ganz viele Seiteneffekte im Moment mit rein. Das heißt, versuchen Sie sich am Ende des Tages natürlich durch eine entsprechende Effizienz den Rücken so weit frei zu halten, dass Sie eben sich genau um diese Themen dann kümmern können, um Ihre Mitarbeiter produktiv zu halten. Das hat einen ganz, ganz wichtigen Grund. Ich meine, Kurzarbeit hat nun mal den Grund, dass das Unternehmen hier gewisse Produktionen zurückgefahren haben, zurückfahren mussten. Das heißt, in dem Moment, wo Mitarbeiter wirklich dann arbeiten, sollten sie dies auch sehr, sehr produktiv tun, damit Unternehmen eben auch aus einer Kurzarbeit beispielsweise wieder rauskommen und dergleichen. Ne? Da wird im Moment sehr, sehr knallhart nach Zahlen gemessen, selbstverständlich. Compliance ist auch noch so ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist. Klar, auf der einen Seite Compliance kommt ja immer so ein bisschen aus der Risikoecke oder aus der Security-Ecke, wo man ja versucht, Transparenz zu schaffen über die komplette Serviceorganisation, wo man versucht, ja, irgendwo auditierbar zu sein, in Echtzeit einfach einen Überblick zu bekommen, was ist eigentlich gerade Sache. Aber was dafür eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Grundbaustein ist, der eben auch ein ganz, ganz essentieller Grundbaustein für Automation ist, dass sie ja so eine Art Discovery über alle möglichen Dinge machen, dass sie die richtigen Daten eben an einer Stelle haben, richtig miteinander verknüpft haben, damit eben überhaupt eine Automation auf Basis dieser Daten agieren kann. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, gerade wenn man so,
ja, so in Richtung Self-Service denkt. Ne? Self-Service hat ja einen ganz, ganz starken oder hat den Grundgedanken der Automatisierung. Und da ist es wichtig, dass man, dass diese Automatisierung eben agieren kann, richtig agieren kann, auf Basis von belastbaren Daten dann an der Stelle. Und was natürlich auch ein Ziel ist, ähnlich wie eine Customer Experience, man darf die Kosten nicht außer Acht lassen. Cost Reduction, ganz wichtiger Punkt, aber gerade diese Unterpunkte von dieser Cost Reduction spielen auch wieder in Compliance, Operational Efficiency und Customer Experience mit rein, um automatisieren zu können, ohne dass einem das aufwandstechnisch oder auch kostentechnisch irgendwann um die Ohren fliegt, ist es ganz, ganz wichtig auf der einen Seite, man sagt immer Silos vermeiden, ne? Was da auch reinspielt, ist so dieses Thema strategisches Vendor-Management. Je mehr unterschiedliche Lösungen und unterschiedliche Hersteller ich habe, desto mehr Aufwand und mehr, auf der einen Seite mehr Wartungsaufwand, aber auch mehr Aufwand in der Erstellung von solchen Automatismen ist es am Ende des Tages, bis ich dann wirklich die Automation eben habe. Das ist ein riesen Integrationsaufwand. Grundlage eben für diese Automation ist eine Integration über alle möglichen Plattformen hinweg. Und ja, man sollte es sich so einfach machen, wie es nur eben geht. Was darüber hinaus in meinen Augen so ein bisschen mal so ein Plattformgedanke mitgebracht oder so ein bisschen ein Big Picture mal mitgebracht, aus dem man kommen kann, ist, im ersten Schritt sollte ich mir darüber klar werden, wer sind eigentlich meine sogenannten Influencer. Also, ja, beflügeltes Wort in der heutigen Zeit, nicht immer sehr mit Intelligenz behaftet, leider. Ich muss mir Gedanken darüber machen, welche Personengruppen greifen eigentlich wann, wo, wie, auf was zu. Ja, der eine braucht irgendwie den Report, damit er etwas steuern kann. Der andere braucht irgendetwas Grafisches, muss Self-Services benutzen, braucht Zugriff auf irgendetwas. Es gibt ganz viele verschiedene Perspektiven. Ja, die Personen in der IT, der Service Desk, die brauchen wir ganz andere Informationen, ganz andere Tools. Werden Sie sich im Klaren darüber, was letztendlich Sie für verschiedene Personengruppen eben haben, weil das ist die Grundlage für aktivitätenorientierte Value Streams am Ende des Tages. Ja. Der nächste Schritt ist, sich dann Gedanken darüber zu machen, über welchen Kanal kommunizieren die, nutzen die eben diverse Daten, Tools und so weiter. Ne? Das ist so der Bereich Multichannel beziehungsweise Omnichannel-Strategie, der richtige Kanal eben für die richtige Zielgruppe. Wenn man sich bedenkt, dass wir heutzutage auf der einen Seite vier Generationen gleichzeitig, also vier verschiedene Generationen, die aus völlig unterschiedlichen Arbeitsweisen kommen, gleichzeitig ein Unternehmen haben, wovon sicherlich die Millennials, die sind, die mit Heimarbeitsplätzen und irgendwelchen neuen Cloud-Technologien und was es nicht alles an Tools gibt, sicherlich gut zurechtkommen, aber auf der anderen Seite haben wir immer noch die Generation da, die eben, naja, wenn es nicht funktioniert hat, den persönlichen Kontakt eben brauchen, zum Hörer greifen und eben im Service Desk anrufen. Auf der anderen Seite kostet sie das extrem viel Zeit. Telefonkanal extrem unstrukturiert. Wenn sie am Telefon sind, ist ihre Zeit in dem Moment geblockt, egal ob das hoch priorisiert oder niedrig priorisiert ist, ne? Es gibt eine ganze Masse an verschiedenen Kommunikationskanälen. Viele davon sind eben historisch gewachsen und in den Unternehmen auch nicht mehr wegzudenken. Ganz klassisch E-Mail, ne, das kennt jeder, irgendwie so ein Ticket, also Ticketerstellung per E-Mail. Mittlerweile, ja, versucht man alles Mögliche auch in Chat-Tools zu integrieren. Das Thema ja, Integration in andere Plattformen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Integration in andere Datenlieferanten ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also machen Sie sich Gedanken darüber, ja, wer nutzt eigentlich welchen Kanal? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was in meinen Augen unermesslich wichtig ist, klar, Ihre Fachanwenderteams, die arbeiten in ihren Plattformen. Aber alles, was endbenutzergerichtet ist, sollte irgendwie ein zentrales Gesicht eben haben, damit es produktiv bleibt, damit sich jemand zurechtfindet und damit man nicht untergeht in diesem ganzen Zoo von Applikationen. Da ist es wichtig, dass man irgendwo einen Plattformgedanken anlegt und so ein Single Source of Truth Gedanken dort dann reinbringt und wo sich die verschiedensten Service-Domänen dann
drin bewegen können. Das ist ja so der Grundgedanke von einem Enterprise Service Management. Viele Datenpunkte und Informationen überschneiden sich hier an der Stelle, ne? Das kann das Asset Management sein, was sich natürlich mit einer CMDB überschneidet. Das kann ein Identity und Access Management sein, was sich mit Stammdaten, organisatorischen Daten in einem klassischen Service Management, aber auf der anderen Seite auch in einem Active Directory oder im Azure AD oder was auch immer Sie für Verzeichnisdienste nutzen, eben sein. Security nutzt ganz, ganz viele dieser organisatorischen Informationen, um Konzepte zu erarbeiten, um richtige Sicherheitsstrategien dann rauszubringen. Also vereinen Sie die Daten irgendwo an einer zentralen Stelle, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und um diese Daten alle zusammenzubringen, unterfüttern wir unseren Plattformgedanken beispielsweise mit sogenannten Core Services, was eigentlich immer dem Prinzip Discover, Provide Insight, Take Action ja, folgt, ne? Auf der einen Seite eben ein starkes Discovery hier an den Start zu bringen. Discovery bedeutet nicht nur das technische Discovern von Informationen, sondern eben auch das Beschaffen von Informationen aus den verschiedensten Arten von Lösungen. Auf der anderen Seite eben ein starkes Reporting zu haben, wo Sie an einer Stelle eben ja, Daten aus verschiedensten Bereichen auch nebeneinander stellen können. Beispielsweise, dass man dem Service Desk irgendwie auch unterstützen kann mit Daten aus einem, das kann aus dem Security-Bereich kommen. Ne? Zum Beispiel, okay, ich sehe, die Anzahl an Incident und Problems geht irgendwie steil an einem Montagmorgen nach oben. Ich sehe aber gleichermaßen, dass irgendwie übers Wochenende zig Patches ausgerollt wurden. Ne? Dann hat man sehr, sehr schnell irgendwo eine Datengrundlage, auf der man agieren kann. Und natürlich, das ist das zentrale Element hier in dem Webcast heute auch, oder ein zentrales Element, ist die Automation. Automatisieren Sie, was Sie nur irgendwie machen können. Und da ist es wichtig, eben auch entsprechende Mechanismen zu haben. Das heißt, was ich Ihnen gleich gerne in ein paar Use Cases zeigen möchte, ist auf der einen Seite, wie kann man eigentlich smarte Wege finden oder geschickte Wege finden, um ja, die richtigen Kanäle für die richtigen Personengruppen zur Verfügung zu stellen, gerade unter dem Gedanken 24/7. Auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen einen Anhaltspunkt zu geben, was sind eigentlich Dinge, die mich extrem viel Zeit kosten, was so Standardaufgaben sind, die immer wieder kommen, die ich dann eigentlich automatisieren kann. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Mit der Automation, um dieses Bild noch abzuschließen, kommen natürlich Konnektoren. Ganz wichtiger Punkt. Ich kann eben, das ist das, was ich eben meinte, haben Sie oder überdenken Sie eine ganz klare Vendor, also eine Herstellerstruktur, eine Strategie dahinter. Je größer der Zoo ist, desto mehr Konnektoren brauchen Sie und irgendwann steigt jeder Hersteller aus und sagt, naja, okay, wir haben einen Connector dafür, damit wir irgendwo einen Haken machen können. Aber die Frage ist auch immer, was kann der, ne? Und wenn man da überfrachtet wird mit zu vielen verschiedenen Lösungen, die man einfach braucht, ist es logisch, dass die Qualität dahinter eigentlich nachlässt. Das heißt, schauen Sie genau, was ist eigentlich State of the Art am Ende des Tages und wie kann man diese Dinge dann miteinander verbinden? Ja, Standard-Konnektoren, generische Konnektoren, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das sollte möglichst einfach funktionieren. Genau, werfen wir mal einen Blick auf diese Kommunikationskanäle. Was ich Ihnen hier mitgebracht habe, sind so verschiedene Beispiele, ne? Man macht sich ja heute Gedanken über Kommunikationskanäle. Ein Kommunikationskanal, und das hat der Markus eben sehr schön gesagt, ne? Die Leute sind auf der anderen Seite erschreckenderweise noch nicht so reif, dass sie alles, was wir ihnen an modernen Möglichkeiten wie Teams und alle möglichen bereitstellen, nicht nutzen können. Die sind noch nicht befähigt dazu. Das kommt jetzt so nach und nach, natürlich. Übung macht den Meister. Aber naja, ich habe mich mit Unternehmen unterhalten, die gesagt haben, ja, wir versuchen irgendwie den Telefonkanal abzudecken. Aber gerade jetzt, wo ich keinen Zugriff mehr auf die Personen habe in einem Büro oder weniger Zugriff auf die Personen habe, ist es sicherlich ein Kanal, der durchaus noch häufiger genutzt wird und im Moment vielleicht sogar wieder ein bisschen an Wichtigkeit gewinnt. Ist ein unstrukturierter Kanal. Möchte ich Ihnen ein Beispiel hier an der Stelle einfach mal mitbringen. Wie kann man eigentlich diesen Kommunikationskanal vielleicht möglichst strukturieren? Was kann ich in diesem Kanal schon mal automatisieren? Wie kann ich damit umgehen, um Ihnen für eben entsprechende Problemlösungen, für das Erweitern, für das, was Sie einfach an Arbeitsaufkommen haben, mehr Zeit zu schaffen? Ja, und so ein bisschen ein Self-Service-Gedanke auch über das Telefon. Habe ich ein ganz kurzes Video mitgebracht. Wir starten hier im Prinzip mit einem Beispiel mit einem Endbenutzer, der ein Netzwerkproblem hat.
Was macht er ganz klassischerweise? Er kann mit seinem Notebook nicht mehr arbeiten, er kommt nicht ins Netz, er nimmt das Telefon in die Hand und ruft den Service Desk an. An der Stelle haben wir eine Lösung, die nennt sich Ivanti Voice. Das ist eine Voice Automation Lösung, die dann erkennt, dass der Endbenutzer anruft. Er weiß, wer dort anruft, er hat Stammdaten dazu und dass er sich in der Region befindet, die derzeit einen Netzwerkausfall hat. Und das wird ihm im Prinzip durch diese Ivanti Voice Lösung auch proaktiv mitgeteilt. Ja, er kann dann über die Tastatur vom Telefon auch bestätigen, ob es sich bei ihm tatsächlich um ein solches Problem handelt. Das ist so das Thema Ankündigung, das er mitgeteilt bekommt. Und das System teilt ihm im nächsten Schritt automatisch den in dem entsprechenden Problem, was sie derzeit offen haben, beschriebenen Workaround mit, sodass er umgehend wieder produktiv arbeiten kann. Parallel wird automatisch ein Ticket erstellt. Das wird mit diesem Problem auch verlinkt, damit man alle Informationen wieder sauber miteinander verlinkt hat. Und so wird dieser Endbenutzer jederzeit über Neuigkeiten rund um dieses Problem informiert. Ganz wichtiger Punkt, ja, wenn das Problem dann abgeschlossen wird, sollte er das auch mitbekommen. Da wird jetzt ein Incident erstellt und das sorgt dafür, dass er möglichst schnell sich dann auch wieder einloggen kann. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, log dich mal aus, log dich wieder ein und dann zieht sich da alles wieder. Der ist in dem Moment, zusammengefasst gesagt, bekommt er proaktiv eine Möglichkeit zur Verfügung gestellt, um schnellstmöglich wieder arbeiten zu können. Ein Incident wird automatisch erstellt, der wird automatisch darüber benachrichtigt, wenn das Problem behoben wird und das alles eben ohne irgendwo einen Service Desk Agenten ja, damit zu belasten oder ja, zu behelligen. Und das funktioniert 24/7 an der Stelle, ne? Und es schafft eben Freiräume, damit sie sich zu 100% dann um das Problem an sich kümmern können, um das zu beheben. Und Sie können sich vorstellen, bei so einem Problem oder bei einem Problem generell ist so eine Anrufflut durchaus ja, wahrscheinlich. Es wäre mal so eine Möglichkeit, um zum Beispiel über so einen Telefonkanal sehr, sehr einfach zu strukturieren. Da steckt zum Beispiel auch ein Skill-Based Routing, da stecken weitere Self-Services dahinter, wie auch ein Passwort-Reset übers Telefon und so weiter. Das sind riesige Ticketaufkommen bei den meisten Unternehmen. Ja? Und die werden damit schon mal möglichst abgefangen. Eine weitere Möglichkeit, weil ich gerade schon mal dieses Thema Passwort-Reset angesprochen habe, verschiedene Möglichkeiten, um seinen Account zu entsperren. Gehen wir mal in so eine Möglichkeit rein, das App-basiert zu machen. Wir haben Generationen, die ja in dem Moment vielleicht nicht zum Telefon greifen, aber eben zum Smartphone, möchten irgendetwas über eine App dann regeln. Auch da gibt es Möglichkeiten. Da haben wir eine App, die nennt sich Ivanti Hub und Bot. Das ist eine Applikation für Mobiles und Desktops. Wir das mal ganz kurz auch starten, das Video, dann geht es hier auch voran. Also wie gesagt, das ist eine App, die es für ja, Android, iOS, Windows und so weiter gibt. Hierüber können Sie Service-Requests eröffnen, den Status von Vorgängen überprüfen, Genehmigungen erteilen, Tickets erstellen und auch die Wissensdatenbank durchsuchen. Ne? Und in diesem Fall ist der Account von diesem Benutzer hier, von dem Aaron, gesperrt. Der öffnet dann am Ende des Tages, oder nicht am Ende des Tages, sondern in dem Moment, die App. Geht in den Chat rein, da steckt ein Chatbot dahinter und mit dem kann er dann schreiben. Dem schreibt er einfach sein Problem mit Natural Language Processing dahinter, und sagt, pass auf, mein Account ist gesperrt. Der wird dann hier an der Stelle, ja, fragt er ihn, ob er das Ganze entsperren soll. Dann macht er das. Im Hintergrund wird ein entsprechender Request geöffnet, und ja, das Ganze geht seine Wege. In der Zwischenzeit hat er auch die Möglichkeit, einfach ja, ein Status-Update sich zu verfassen. Man hat auch kurz gesehen, dass er darüber auch Genehmigungen erteilen kann. Und man sieht, dass dann dieser Request automatisch fulfilled wurde. Da gibt es im Hintergrund eben definierte Prozesse, die dort loslaufen. Das heißt, sie definieren, wie soll der Account eigentlich entsperrt werden, wie ist der Weg bei ihnen. Und dann läuft das im Hintergrund eben entsprechend dort ab. Das funktioniert in dem Moment, wo natürlich man noch Zugriff auf eine solche App hat, wenn man eben je nachdem, mit welchen Accounts man dort arbeitet und welcher Account dort gesperrt wird. Also dieser Hub und Bot ermöglicht es Ihnen eben ja für gerade moderne Arbeitsweisen das Self-Service-Portal, so den Self-Service zum Anwender zu bringen, auf seine Gerätschaften, wo auch immer er arbeitet, eben gefüttert mit solchen Bot-Mechanismen. Jetzt ist immer so ein bisschen das ein Henne-Ei-Problem mit gesperrter Account. Die meisten Unternehmen nutzen einen und denselben Account für viele verschiedene Dienste. Klassischerweise Active Directory, Azure Active Directory oder wie auch immer. Was kann ich eigentlich machen?
wenn dieser Account wirklich gesperrt ist, der für viele Dienste genutzt wird, sodass ich mich an keinem Self-Service-Portal mehr anmelden kann, dass ich keine E-Mail mehr verschicken kann. Ich möchte aber auch den Endbenutzer davon ab, ich nenne es mal abhalten, mir beim Service Desk anzurufen. Auch da gibt es smarte Tools, das nennt sich bei uns Password Director. Das möchte ich hier an der Stelle einmal ganz kurz zeigen. Das ist tatsächlich einfach ein Agent, den Sie in die Betriebssysteme mit integrieren können. Der wird tatsächlich hier auf dem Startbildschirm, auf dem Lockscreen auch angezeigt. Dort kann man dann auf Unlock Account klicken. Dann öffnet sich ein Assistent, den Sie auch wieder konfigurieren können. Sie definieren den Weg, der hier gegangen werden soll. In dem Moment fragen wir hier an der Stelle ab, wer ist denn eigentlich, also wie ist deine Identität anhand der E-Mail-Adresse? Das kann auch eine Telefonnummer sein oder sonst was. Und dann hat man Möglichkeiten, um diesen Account zu entsperren. Ich möchte natürlich Sicherheit reinbringen. An der Stelle fragen wir hier jetzt zum Beispiel aus Sicherheitsfragen, Security Questions ab. Man kann das Ganze aber auch mit einem TAN- oder PIN-Verfahren aufs Handy dann regeln, sodass man da dann eine TAN eingeben muss, sodass man es eben möglichst sicher macht. Dann wird der Account im Hintergrund wieder über Automatismen entsperrt. Wenn das Ganze integriert ist mit einem ITSM-System, also mit einer Service-Management-Lösung wie eben dem Service-Manager, dann kann im Hintergrund natürlich auch automatisch ein Ticket erstellt werden, was dann eben auch geschlossen wird für Dokumentationszwecke, ganz, ganz wichtig, man eben auch nachvollziehen kann, wie das Ganze genutzt wird. Ja, und zu guter Letzt gibt es natürlich eine ganze Menge, also das Haupte, wenn man an Self-Services denkt, ja, wenn es darum geht, wie kriegt jemand Zugriff auf irgendwelche Dienste, wie kriegt jemand zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in dieser Corona-Zeit bleiben, ein sehr, sehr schönes Beispiel ist eben genau der Zugriff auf Applikationen wie Teams und was es da nicht alles gibt. Ja, dann versuche ich natürlich diesen Rollout, dieses automatische Software verteilen, möglichst auch ja, kostenbewusst zu betrachten. Also derjenige, der es wirklich braucht, soll es sich bitte beschaffen. Aber ich versuche dann natürlich auch nicht einfach mit der großen Gießkanne überall drüber zu gehen. Ja, und das sieht man in solchen klassischen Self-Service-Portalen. Das kann man dort abbilden. Was eben auch hilft in solchen Self-Service-Portalen ist, abgesehen von diesen klassischen Masken, die ich überall anbieten kann, eben einem Endbenutzer auch einen persönlichen Chat anzubieten, damit er dann mit einem Analysten dann auch schreiben kann. Und das schauen wir uns jetzt auch nochmal ganz kurz an. Das heißt, ich habe hier eine Lösung, wo ich, beziehungsweise ich bin als Service Desk Analyst hier angemeldet. Ich kann, wenn ich jetzt den Rücken frei habe gerade und bin gerade nicht in Telefongesprächen oder sonst was, kann ich mich hier anmelden für den Chat. Ja, und dann sage ich, ich bin verfügbar. Und auf der anderen Seite hat ein Endbenutzer, hier melde ich mich jetzt nur mit dem Alan Taylor an, der hat jetzt aus Endbenutzer sich die Möglichkeit im Self-Service-Portal auch mit diesem Endbenutzer zu kommunizieren. Ganz klassisch hat er natürlich die Möglichkeit, hier ein Incident einfach aufzugeben, wenn er sagt, okay, das ist ein Problem, was gerade nicht so akut ist, dann ja, Incident aufmachen, ganz klassisch, das kennen Endbenutzer an der Stelle. Ich habe die Möglichkeit, die Knowledge Base zu durchsuchen. Ich sehe hier oben Ankündigungen, wo ich sehe, gibt es im Moment vielleicht ein akutes Problem und so weiter. Ich kann meine Elemente hier durchsuchen und habe Zugriff auf meinen Servicekatalog, also auf alle möglichen Serviceangebote. Möchte ich aber direkt mit jemandem in Kontakt treten, weil es gerade einfach dringend ist, habe ich die Möglichkeit, hier unten einfach mit dem Support zu chatten, sowas wie mein Outlook. Synchronisiert aktuell nicht. Dann kann ich das hier abschicken und auf der anderen Seite sehe ich, werde ich dann hier benachrichtigt. Da kommt im Normalfall auch so ein Pop-up hoch. Das hat man gerade nicht gesehen, weil ich es nicht aktiv hatte und kann dann sagen, alles klar, ich fange an zu chatten und habe dann hier die Möglichkeit, den Endbenutzer abzufangen und ja, zu sagen, okay, ich kümmere mich darum, ich schalte mich auf, ich teste deine Policies oder kann ihm sonst irgendwelche Informationen dann mitgeben über den Chat. In diesem Chat habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, das kriege ich jetzt so schnell nicht gelöst. Ich kann direkt einen Incident hier erstellen, Create Incident Now, wo dann diese Informationen einfach übernommen werden. Damit eben alles irgendwo so ein bisschen nahtlos auch miteinander funktioniert und eben ja die Informationen nicht verloren gehen und auch dokumentiert werden. Natürlich gibt es einen ganzen Zoo an Chat-Tools,
Tools, die man irgendwo nutzen kann. Skype for Business haben wir entsprechend integriert, wo das Ganze schon mit funktioniert. An Teams sind wir aktuell dran. Das ist ein Roadmap-Thema, wo mit Hochdruck dran gearbeitet wird, damit eben der Endbenutzer eigentlich auch in seiner Welt drin bleibt und hat die Möglichkeit, im Service Desk dann zu schreiben. Und der Service Desk hat die Möglichkeit, das einfach in seine Standardprozesse zu integrieren, in seine Bahnen zu lenken, Informationen mit möglichst wenig Klicks dann eben auch zu erfassen und mit den Endbenutzern zu interagieren. Was ich Ihnen hier gezeigt habe an der Stelle, das sind in meinen Augen erstmal Low-Hanging Fruits. Das sind einfache Geschichten, wo man einfach Kommunikation abfangen kann, in die richtigen Bahnen leiten kann für die richtigen Zielgruppen. Aber auf der anderen Seite so ein Batzen an Standardaufgaben eben auch erstmal von sich möglichst weghalten kann. Natürlich, das wird nicht immer jeder Endbenutzer nutzen, aber wenn ich mir das anschaue, das machen wir standardmäßig, wenn wir mit Kunden oder mit Interessenten in Kontakt treten, gerade in POCs. Was ich immer gerne mache, ist, oder die Frage, die ich stelle, was sorgt für das größte Ticketaufkommen bei euch? Und die Nummer eins Antwort sind genau diese Passwort-Resets, Account Unlocks und solche Geschichten. So ganz, ganz einfache Themen. Nummer zwei, ich brauche irgendwie ein Stück Software. Wenn man das automatisiert, auch wenn das nicht 100% funktioniert und wenn das nur 50% funktioniert, hat man sich den Rücken extrem freigehalten. Dann hat man sehr viel Zeit freigeschaufelt. Das ist einfach Gesetz der großen Zahlen an der Stelle. Ja. Genau. Und an der Stelle einfach mal die Frage, in die Runde oder zurück zu Markus. Gab es Rückfragen? Gibt es Rückfragen zu den Themen? Anscheinend. Erstmal vielen Dank für die Ausführungen, für die Beispiele. Es ist schon wirklich erstaunlich, wie schnell man auch schnell diese Dinge angehen kann. Wir scheinen das doch irgendwie ganz gut abgefrühstückt zu haben. Also Rückfragen sind hier erstmal keine. Ich denke, das, was du auch gerade gesagt hast, um das nochmal zu betonen, ne, zu sagen, sich zu überlegen, welche Kanäle kann ich bedienen, wie kann ich die intelligenter bedienen. Ne? Das ist, glaube ich, ein Punkt, so dass wir auf der einen Seite die User Experience, also die Art und Weise, wie die Menschen, die mit uns zu tun haben, den Service auch erleben, dass für die ein positives Erlebnis ist und auf der anderen Seite wir uns nicht damit tot machen. Ne? Und wir als Agile haben, die alten Arbeitsweisen und die alten Technologien, die werden das nicht hergeben. Also das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt diese Situation zu nehmen, als Chance zu nehmen, diese Veränderungen voranzutreiben, sich zu überlegen, wo können wir das schlanker, effizienter, automatisierter, oder vielleicht kurz gesagt einfach ein bisschen cleverer und intelligenter umsetzen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Ah, jetzt kommen doch Fragen, das ist gut. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch. Jawohl. Ja, perfekt. Also ich lese sie einfach mal vor. Wie unterstützt das Tool die Integration von externen Dienstleistern in Richtung Schnittstelle und Integration? Also über Teams hast du ja gerade schon ein bisschen was gesprochen, dass ihr da dran seid. Ist die Frage in Richtung externe Dienstleister. Die Frage wird häufig so ein bisschen in zwei Richtungen gestellt. Auf der einen Seite externe Dienstleister, die für mich irgendwelche Arbeitsaufträge nehmen. Also wenn ich irgendwelche Dinge outgesourced habe zum Beispiel, dann ist immer die Frage, wie kann ich mit externen Dienstleistern da umgehen? Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, entweder Tools vom Dienstleister, seien es Ticket-Tools oder klassische Service-Management-Lösungen, die einzubinden. Auf der anderen Seite, gibt es entsprechende Kollaborationsplattformen. Ne? Entweder stelle ich ihm wirklich hier über Self-Services dann auch entsprechende Arbeitsbereiche zur Verfügung oder ich synchronisiere tatsächlich über Schnittstellen mit ihm. Da haben wir eine ganze Menge Schnittstellen, auch Standardkonnektoren zu marktbegleitenden Lösungen. Ne? Das ist so häufig der Punkt der Hintergrund der Frage. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Ansonsten gerne noch mal kurz Er nachfragen. hat nochmal nachgeschoben, der Dienstleister nutzt ein eigenes Ticketsystem. Also Genau. geht es anscheinend tatsächlich um diese Integration oder Synchronisation. Ja. Richtig, richtig. Ich meine, man hat das auf der einen Seite, man kennt das aus dieser DevOps-Welt, wo es dann den Platzhirchen irgendwo in der Entwicklung gibt. Mit Jira, ich glaube, jeder Hersteller hat beispielsweise einen Jira-Connector, wo man dann eben genau diese Daten synchronisiert und gleichermaßen funktioniert das mit anderen Ticketsystemen, ne? Mit Marktbegleitern, mit vielen verschiedenen Marktbegleitern hier an der Stelle, wo wir Standardschnittstellen haben, wo wir dann Daten synchronisieren können. Auf der anderen Seite, das habe ich eben schon mal erwähnt, so eine 100% Abdeckung von Schnittstellen ist immer so eine Sache.
wir haben genügend generische Schnittstellen an der Stelle, ne? Seien es Webservices, seien es irgendwelche anderen Datenaustauschmechanismen, wo man dann genau sowas anbietet. Und das ist klar, glaube ich, ein klassisches, wunderschönes Beispiel, wo man durchaus den Leuten auch ans Herz legen kann, dass man sich über Cloud und dergleichen Gedanken macht, weil da solche Schnittstellenwege gang und gäbe sind. Ja, aber es ist ein großes Thema, dass wir auch in den Projekten immer sehen, weil ich sag mal, die grüne Wiese gibt es ja nun mal leider doch relativ selten mittlerweile. Ja, und man hat immer Richtig. historisch gewisse Tool-Landschaften da, wo man sagt, da mussten Datenintegrationen her. Und das ist ja, da hatten wir in den letzten Webinaren ja auch schon drüber gesprochen, dass wie kriege ich intelligent diese Daten genutzt, ist ja ein ganz wesentlicher Faktor. Ja. Prima. Absolut. Die Frage scheint mir soweit beantwortet zu haben. Kommt noch ein Danke zurück. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Genau. Wenn Ihnen noch was einfällt, was Sie gerne hätten noch wissen wollen, sich vielleicht noch nicht getraut haben zu fragen, im Nachhinein noch Ideen kommen, Sie tiefer auf die Thematik einsteigen wollen, also ne, wie funktioniert denn so ein Value Stream Mapping jetzt wirklich in der Praxis? Wie kann ich dann diese Customer Journey nutzen? Wie kann ich tiefer auf diese Module und Umsetzungen, die der Martin vorgestellt hat? Hier sind unsere Kontaktdaten, sprechen Sie uns einfach gerne direkt an. Auch wenn Sie keinen nichts kaufen wollen, sondern einfach nur diskutieren wollen, sind wir auch mal gerne dabei. Ne? Also Austausch ist uns auch immer sehr viel dran gelegen. Sie kriegen uns auch über die üblichen Wege bei Xing und bei LinkedIn. Ja, dann bleibt mir nichts anderes, als noch auf die nächsten Webinare so ein bisschen hinzuweisen, die wir im Programm haben. Einmal haben wir vielleicht doch für die es noch interessiert, wir haben in der letzten Woche mal auch so eine Rundreise gemacht durch die neuen IT-Publikationen. Also wenn Sie da noch Interesse daran haben, finden Sie auch in unserem YouTube-Kanal. Wie gesagt, das heutige Webinar natürlich auch. Und in der nächsten Woche machen wir mal so einen Schwenk Richtung agile Methoden. Der Scrum Master 2 ist eine neue Zertifizierung, die den Scrum Master ein bisschen Handwerkszeug an die Hand gibt. Wie steuert man und agiert man mit einem selbstorganisierten Team denn wirklich? Und wir beleuchten mal das Thema digitales Lernen. Da gibt es auch ganze Menge Irrtümer und Erfahrungen, die Leute gemacht haben, wann welcher Kanal, also so Religionsdiskussionen werden da geführt, was da meistens auch nicht zielführend ist, sondern hier wirklich mal zu schauen, welche Kanäle für Wissensvermittlung sind denn unter welchen Rahmenbedingungen denn gut und opportun. Ansonsten, wenn Sie den Kollege Diefenbach und seine Kollegen noch mal ein bisschen genauer quälen wollen, mit wie geht das denn nun wirklich bei euch, ne, können Sie sie treffen auf dem ITSM Tool Meetup. Ist nicht mehr lange hin, in der Woche vom 28.09. bis zum 4.10. und am 29. und 1.10. Live haben wir hier eine Veranstaltung, wo Sie nicht nur die Ivanti, sondern alle anderen wichtigen Toolhersteller in Deutschland auch treffen können. Das sind 1:1 Sessions aufgesetzt, wo Sie in Interaktion in Kleinstgruppen auf die Tools drauf gucken können, die Kollegen genauer noch präsentieren, tiefer reingehen, als das, was wir jetzt heute gesehen haben. Und vor allen Dingen mit der direkten Interaktion Sie auch dann alle Ihre Fragen loswerden. Also denken Sie über ein neues Tool nach. Denken Sie darüber nach, Ihr jetziges Tool abzulösen. Hier haben Sie ein Speed-Dating mit allen Tool-Herstellern, die hier was zu bieten haben. Und natürlich auch, und das ist immer ganz spannend, bei den Kollegen von Ivanti hier vorbeizuschauen. Prima. So, dann sind wir am Ende angekommen. Viel Spaß bei der Nutzung. Martin, vielen Dank für deine Inputs. Hat mir super viel Spaß gemacht. Wir sind ja auch am Ende unserer kleinen Webinarreise. War sicherlich nicht das letzte Mal. Dass wir das gemacht haben. Die Resonanz war super. Wir hatten ganz, ganz viele Teilnehmer, die sich das angeschaut haben in den letzten Wochen. Und ja, bleibt mir nichts anderes, als dir zu danken für den Einsatz, den du da auch gezeigt hast und die tollen Inputs, Gebe ich gerne die du zurück. gezeigt hast. Ja. Vielen, vielen Dank. Ansonsten haben Sie noch eine schöne Restwoche. Das Wetter passt noch. Und passen Sie auf sich auf, bleiben Sie uns treu und vor allen Dingen, was man ja heute immer sagen muss und was das Allerwichtigste ist, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Also, bis dann. Tschüss.